Hallo und grüezi. Was folgt, ist schwer verdaulich und fördert in keiner Weise einen ruhigen Schlaf. Ich muss euch jedoch bitten, mit mir die Reise in die Labyrinthe der Migrationslobby zu unternehmen. Dabei werden sich auch sehr artikuliert Sarah Wagenknecht, Norbert Kleinwächter und Roger Köppel zu Wort melden. Vorweg. Der UNO-Migrationspakt beinhaltet aus meiner Sicht kein neues Menschenrecht, jedoch mittels Gutmenschengruppenzwang, der fast ausschließlich nur bei den westlichen Regierungen beobachtet werden kann, werden die provokativen Forderungen des Paktes als sogenanntes Soft Law in die Ländergesetzgebungen der meisten westlichen UNO-Mitglieder einsickern. Wir brauchen einen solchen Pakt nicht, da die existierenden Menschenrechte bereits unisono allen Menschen zustehen. Die Asylindustrie und die Globalisten wollen den Pakt, um ihr Handeln auf eine moralgesetzliche Grundlage zu stellen. Dabei sind jene Politiker am gefährlichsten, welche sich für die Abschaffung der Nationalstaaten einsetzen und gegen die eigene Bevölkerung wenden. Daher... Allerdings ist diese Regierung vor allem eine Strafe für unser Land. Und ich denke, auch Europa braucht dringend eine deutsche Regierung, die die Kraft für einen Richtungswechsel aufbringt. Eine Regierung, die zu einer Politik der guten Nachbarschaft zurückkehrt, die unfaire Handelspraktiken beendet und die sich um eine Stärkung des sozialen Zusammenhalts in Europa bemüht, statt Lobbyisten zu bedienen. Und statt diesen Richtungswechsel weiterhin zu blockieren, sollten Sie lieber gehen, Frau Merkel. Europa ist begehrt. 250 Millionen Menschen sind auf der Suche nach einem neuen Ort zum Leben. In Afrika wollen ca. 100 Millionen der 15- bis 25-Jährigen auswandern, die meisten nach Europa. Gemäß UNO soll ihre Reise in die Zielländer sicher, geordnet und regelmäßig organisiert werden. Dafür soll der Migrationspakt sorgen, den die UNO-Mitglieder im Dezember in Marokko unterzeichnen sollen. Die Bevölkerung Afrikas wird sich bis 2050 mit dann 2,6 Milliarden Menschen noch einmal verdoppeln. Ergo auch die monströse Zahl der Ausreisewilligen. Die UNO in Zusammenarbeit mit der in Genf ansässigen Internationalen Organisation für Migration, IOM, hat am 22. September 2018 ein weiteres Migrationspropaganda-Video veröffentlicht. Seid ihr bereit für ein zuckersüßes Filmchen? Ich musste die Musik wechseln, da diese unter strengem Copyright steht.
Am 10. Oktober 2018 hat das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten, EDA, überstürzt eine Medienmitteilung mit dem schlichten Titel «Bundesrat beschließt Zustimmung zum UNO-Migrationspakt» veröffentlicht. Wie von der SVP verlangt, hat der Bundesrat die interne interdepartementale IMZ-Struktur, Abkürzung für Internationale Migrationszusammenarbeit, beauftragt, eine Analyse der innen- und außenpolitischen Auswirkungen bei einer Schweizer Unterzeichnung des UNO-Migrationspaktes darzulegen. Hinter der IMZ-Struktur steht ein enorm komplexes Gebilde von Staatsstellen bzw. Dienern und Interessensgruppen, wobei alleine das EDA mit einem jährlichen Budget von 2,4 Milliarden Schweizer Franken ausgestattet ist. Die Gesamtheit dieser Struktur wird IMZ genannt und ist äußerst großzügig mit finanziellen und personellen Mitteln ausgestattet. 2016 wurde vom Bund die Zürcher Firma E-Konzept beauftragt, eine neutrale Evaluation der IMZ-Struktur durchzuführen. Die Zürcher E-Konzept ist weltweit vernetzt und die Verwaltungsratspräsidentin Frau Barbara Häring ist zusätzlich in Genf engagiert als Präsidentin des Internationalen Genfer Zentrums für humanitäre Minenräumung. Der Firmensitz im Genfer Haus des Friedens beherbergt auch eine der UNO nahestehende Universität für postgraduale Weiterbildung. Die HSG-Universität St. Gallen nahm anschließend den E-Konzept-Bericht nochmals unter die Lupe und stellte Mängel fest. Ein Hauptkritikpunkt war, dass die IMZ den öffentlichen Migrationsdiskurs mittels entsprechender Ressourcenzuteilung beeinflusse. Dieser Sachverhalt wurde im E-Konzept-Bericht verschwiegen. Der Link zu der E-Konzept-Evaluation und dem von der HSG St. Gallen verfassten Bericht ist im Videobeschreib angefügt. Die übereilte Absegnung des Migrationspaktes durch den Bundesrat darf nicht erstaunen, da durch deren Absegnung die Daseinsberechtigung all der an der Migrations- und Asylnabelschnur hängenden Profiteure für alle Zukunft gesichert ist. Das jährliche Budget der IMZ-Hauptakteure beläuft sich auf knapp 3 Milliarden Schweizer Franken. In der vom Bundesrat abgesegneten Begründung für die Annahme des Migrationspaktes hat das EDA unter anderem das Argument der Stärkung Genfs als Asylkoordinations-Welthauptstadt angegeben. Alleine die dort ansässige UNO-integrierte Internationale Organisation für Migration, IOM, hat ein operatives Jahresbudget von ca. 1,5 Milliarden Schweizer Franken. Der mittelfristige Profit der Stadt Genf steht demnach für den Bundesrat über dem langfristigen Wohlergehen unserer Eidgenossenschaft. Mit seinem Ja zum Migrationspakt hat sich der Bundesrat zum wiederholten Male und ohne den Volkswillen zu berücksichtigen über die Bundesverfassung hinweggesetzt. Zur Erinnerung, nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative steht mit Artikel 121a in der Bundesverfassung, dass die Schweiz die Zuwanderung eigenständig steuert. Der vierte Absatz des gleichen Paragraphen statuiert, dass keine völkerrechtlichen Verträge abgeschlossen werden dürfen, die gegen den Verfassungsartikel verstoßen. Fazit 1. Für wie naiv halten die Verantwortlichen eigentlich das Schweizer Stimmvolk? Die IMZ ist nicht neutral und der 2016 von der Firma E-Konzept verfasste Untersuchungsbericht über die IMZ ist auch nicht neutral. Daraus folgt, dass der verfassungswidrige Entscheid des Bundesrates, den Migrationspakt zu unterzeichnen, nicht auf Fakten, sondern auf Sachinteressen der Migrationslobby beruht. Die beschriebenen Zusammenhänge schreien förmlich nach Veröffentlichung und Anprangerung. Fazit 2.
Ohne die Öffentlichkeit zu informieren, wurde der Verhandlungsprozess für den UNO-Migrationspakt von der Schweiz und Mexiko geleitet und zum Abschluss geführt. Unser permanenter Schweizer UNO-Sonderbotschafter Jürg Lauber war dabei federführend. In Deutschland herrschen ähnlich abstruse und unhaltbare Zustände, da, wie bereits in früheren Videos berichtet, auch die Abteilung von Heiko Maas maßgeblich und von der Öffentlichkeit unbemerkt an der Ausarbeitung und Erweiterung des Migrationspaktes beteiligt war. Diese Einflussnahme wurde möglich, da Deutschland zusammen mit Marokko 2018 den Vorsitz des von Peter Sutherland gegründeten und äußerst einflussreichen globalen Forums für Migration und Entwicklung, GFMD, innehat. Zum Thema bitte mein Video Weltregierung WEF anschauen. Link oben rechts und im Videoabspann. Ich hoffe, dass jetzt auch klar wird, wieso der Migrationspakt in Marokko unterzeichnet werden soll. Ich bin ein entschiedener Gegner von Verschwörungstheorien, aber was hier abgeht, was sich unsere Regierungen erdreistet haben, ist offensichtlich von langer Hand vorbereitet und darf in einer funktionierenden Demokratie niemals geschehen. Zum Thema Migration hören wir uns zusammen Auszüge aus Norbert Kleinwächters aufschlussreichem Vortrag im Bundestag an. Norbert Kleinwächter ist selbstredend Mitglied der AfD-Fraktion. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn es nicht so ganz in Ihr Weltbild passen mag, Migration ist kein Recht. Artikel 13 Absatz 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sagt, ich zitiere, jeder hat das Recht, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. Zitat Ende. Man darf also niemanden in seinem Land einsperren, so wie es die SED getan hat. Es gibt aber auch keine Pflicht, jemanden aufzunehmen. Jeder hat das Recht, in das Land seiner Staatsbürgerschaft zurückzukehren. In ein anderes Land aufgenommen zu werden, ist hingegen ein Privileg. Und die Entscheidung über diese Aufnahme ist ein Grundpfeiler der Souveränität eines Landes. Für Deutschland heißt das, wir als Deutsche dürfen und sollten entscheiden, wer zu uns kommen darf und wer nicht. Und Ausländern sollten wir vermitteln, dass es ein Privileg ist und kein Recht, hier zu sein. Es gibt kein Recht auf Aufnahme. Es gibt auch kein allgemeines Recht auf Nicht-Zurückweisung. Auch das kommt relativ häufig. Es gibt das No-Refoulement-Gebot, Artikel 33 der Genfer Flüchtlingskonvention. Aber das geht nur um Zurückweisung in Staaten, wo Folter oder politische Verfolgung drohen. Es gibt kein Recht auf Einreise. Auch nicht und insbesondere nicht, wenn jemand ohne Papiere einfach dasteht und Asyl ruft. Und daran sollte man sich endlich mal halten. Ich sage Ihnen mal, was die EU-Kommission so machen will, und dann kommen wir gleich dazu, wie unverbindlich das alles ist, Herr Macchi. Sie will aufzeigen, wie wichtig der Schutz der Rechte von Flüchtlingen und Migranten ist. Der Schutz Europas findet keine Erwähnung. Sie will die globalen Pakte für Migration aktiv verteidigen und voranbringen. Sie will einen fundamentalen Grundsatz der Nichtzurückweisung durchsetzen. Sie will durch eine gut durchdachte Migrationspolitik die Ungleichheit zwischen Staaten mildern, also Deutschland herabwirtschaften. Sie will große Summen investieren. Sie will eine Neuansiedlungspolitik. Sie will einen weltweiten Mechanismus zur Aufteilung der Verantwortung. Sie will andere Länder verurteilen, die aus den Verhandlungen ausscheiden oder erfolgreich darin sind, den Inhalt des endgültigen Paktes zu verwässern. Steht alles hier drin, Herr Macchi. Und sie will die Pakte verpflichtend machen, um zu verhindern, dass Staaten einen à la carte Ansatz verfolgen, also vielleicht auf die Idee kommen würden, national ihre Einwanderungspolitik zu regeln. So unverbindlich ist das alles. Und deswegen gehört es auch in dieses Parlament und nicht auf irgendwelche anderen Ebenen, auch nicht auf die weltweite und auch nicht auf die europäische, sondern in dieses Haus. Und das ist auch der Grund für diese Aktuelle Stunde. Sehr aufschlussreich, was auch Roger Köppel zum Migrationspakt zu sagen hat.
Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht, am Dienstag, dem 16. Oktober 2018. Heute das Thema UNO-Migrationspakt. Der Bundesrat hat dieses Dokument in seiner Sitzung vom 10. Oktober bereits abgesegnet, seine Zustimmung bekundet mit einer Erklärung, skandalöserweise, wie ich meine, denn von diesem UNO-Migrationspakt existiert noch keine Übersetzung in einer Landessprache. Da sieht man einfach die typische migrationspolitische Abgehobenheit, auch in der Schweiz. Man segnet ein Dokument ab, das von den Schweizerinnen und Schweizern noch nicht mal in einer Landessprache gelesen werden kann. Geht gar nicht. Zweitens, der Migrationspakt ist in der Substanz natürlich auch ein Ärgernis und brandgefährlich. Was will der UNO-Migrationspakt? Ganz einfach, er möchte die Grenzen zwischen Asyl und normaler Migration einreißen, zum Verschwinden bringen. Der Migrant soll quasi dem Asylanten rechtlich, moralisch gleichgestellt werden, mit dem Ziel, diese Völkerwanderung, die wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben, gleichsam auf legale Fundamente zu stellen, die Grenzen weiter offen zu halten, eine massive Einmischung in die nationalen Rechtsprechungen, in die nationale Souveränität. Ganz konkret und psychologisch geschickt haben die Autoren des UNO-Migrationspakts natürlich die Kinder, die Jugendlichen ins Zentrum gerückt, weil es dort am schwierigsten ist, sich sozusagen kritisch zu äußern. Niemand möchte etwas gegen Kinder sagen. Und man sieht aber sehr genau, wie die Logik dieser Migrationsentgrenzer, dieser Migrationsenthemmer funktioniert. Sie sagen nämlich, diese jugendlichen Migranten müssen auf ihren Fluchtrouten, auf ihren Migrationsrouten besser geschützt werden, also Ausbau dieser ganzen Reise- und Migrationsinfrastruktur durch Betreuung und so weiter. Und zweitens, wenn sie dann mal in ihrem Zielland sind, dann sollen diesen jugendlichen Migranten auch der Zugang zu Bildung, zu Sozialleistungen und so weiter erleichtert werden. Jetzt stellt sich der Bundesrat auf den Standpunkt, das sei ja gar kein bindender Vertrag, also nicht im Sinne einer Verpflichtung, sondern eben eher etwas vage. Aber meine Damen und Herren, da dürfen wir uns nicht einlullen lassen. So ein UNO-Migrationspakt ist jetzt ein typisches Beispiel für sogenanntes Soft Law, also weiches Recht, das irgendwie, irgendwo, irgendwann in die nationalen Rechtsprechungen einsickert, immer so etwas unter dem Radar gehalten wird, aber dann doch eben rechtlich bindende Kraft entfaltet, so langsam schleichend in die Rechtsordnung eingeht, ohne dass sich das Ganze in, sage ich mal, verbindlichen demokratischen Verfahren abspielen würde. Und vor diesem Hintergrund muss man einfach sagen, hier ist Widerstand geboten. Wir müssen auch die Parteien in der Schweiz dagegen steuern. Letztlich dieses ganze Ding sozusagen ans Licht rücken und unter dem Radar nach vorne bringen. Das zeichnet sich zum Teil ab. Es gibt schon Bestrebungen in dieser Richtung. Ich glaube, da muss man sehr genau aufpassen, was läuft. Aber dieser UNO-Migrationspakt wäre, wenn er denn tatsächlich angewendet und umgesetzt würde, letztlich nicht nur ein Verstoß gegen das, was vermutlich eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land denkt, nämlich, dass man nicht ganz Afrika, auch nicht alle afrikanischen Jugendlichen in Europa aufnehmen kann, und zweitens natürlich auch ein Verstoß gegen unsere Rechtsordnung, insbesondere gegen den Artikel, gegen die Masseneinwanderung, der ja sagt, es dürfen keine völkerrechtlichen Verträge unterschrieben werden, die die Migration intensivieren in die Schweiz. Und das ist bei diesem Abkommen sicherlich der Fall. Und es ist auch als in dritter Hinsicht bemerkenswert und vielleicht interessant zu sehen, dass eben so ein Fall wie dieses UNO-Migrationsabkommen internationales Pseudorecht, das quasi über die eigene Rechtsordnung quasi eingeflogen wird, dass man eben solchen Vorhaben eine Absage erteilen muss, dass es eben wichtig ist, dass wir endlich die Situation klären, welches Recht hat hier Vorrang, das Landesrecht oder das internationale Recht, auch mit Blick auf dieses UNO-Migrationsabkommen, ein ganz wichtiger Punkt. Die Basler Zeitung und die Weltwoche sind wohl die einzigen Publikationen, welche schonungslos auf die Gefahren dieses unsäglichen UN-Migrationspaktes hinweisen. Bitte dieses Video mit so vielen Leuten wie möglich teilen. Bitte auch die Petitionen gegen den Pakt unterzeichnen und die darin vorgeschlagenen weiteren Maßnahmen in Erwägung ziehen.
Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bitte dieses Video bewerten und meinen Kanal Tell the Truth Swiss abonnieren mit Glocke drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich neue Videos veröffentliche. All dies hilft enorm, damit mein Kanal weiter existieren kann. Danke für das Interesse und bleibt gesund! Sie wissen ja, wofür Antifa steht, oder? Nein.